but Mrs. Thatcher responded quickly. Someone else is you. Come on, us.
such thing as public money. Count us. Hier kommt jetzt, macht's auf. Mario! Mario, jetzt macht's auf. Jetzt habe ich einen Scheißmüll runtergetragen. Was hat er gestern gemeint? Hölderlin. Wo die Schnepfe ist, wächst die Gerste. Keine Ahnung, kann ich nicht zuhören. Was ist denn los, ey? Rick, hey! Carlos, der hätte doch Kaffee kaufen sollen. Das gibt's nicht, hey. Immer bleibt alles an mir hängen. Das ist echt ein Scheißdreck. Leer. Nicht alles leer. Ich träume echt, hey. Alles bleibt immer an mir hängen, keiner räumt auf, ich bin der Einzige, der Miete zahlt. Gott verdammt. Der soll echt mal was ändern, der Typ. Und zwar an seinem Leben. Oh, oh Gott! Carlos, mach endlich auf, verdammt! Scheiße. Ich bin der Einzige, der die Miete zahlt und... Einzige. Keiner räumt auf, keiner kauft ein, Kaffee funktioniert nicht. Ja. Fuck, ich muss mein Leben ändern.
only taxpayer's money. Was ist denn los? Bitte. Ist das, ist doch nicht, schau, der Kaffee, die Kaffeemaschine geht nicht. Ich will mal Kaffee machen. Ist das zu viel verlangt, dass du mir die Tür aufmachst? Zu viel verlangt? Ist zu viel verlangt, dass du mal Kaffee erkaufst? Ich trage euch ja gerne den Müll runter, ich kann aber nicht alles gleichzeitig machen. Wie soll ich denn da leben? Ich kann gern runtergehen und Kaffee kaufen, aber ich muss zuerst den Müll runterbringen, damit wir nicht den Müll ersticken, okay? Also wir müssen im Haushalt, ihr faulenzt hier. Ihr könnt ja nicht den Rausch ausschlafen. Die Miete zahlt. Ich mache ja alles. Das heißt, du glaubst, die Dinge erledigen sich ganz von alleine. Die Dinge erledigen sich ganz von alleine. Sonst gibt der Chaos. Sonst gibt er ins blöde Chaos. Und die Scheiße macht, weil euch den Dreck nachträgt. Das soll ja nicht passieren. Ich frage alles. Runterbringt er nicht den Müll. Ich weine doch nicht so oft. Ich weine sicher nicht so oft. Ich habe gerade eben den Scheißmüll runtergetragen. Blödsinn. Gewiss. Für die Küsse, für die Tränen und der Zärtlichkeit. Doch vor allem für den Hegel des Glaubens. Für dieses parfümierte Öl. Für dieses Salböl, mit dem sie seinen Fuß einreibt. Es ist, als ob sich vorab um seinen Leichnam kümmern würde und verehrend ihn sanft mit ihren Händen drückend, ihn mit einer heiligen Salbe lindernd, ihn mit Bänden umgebend in dem Moment, der ersteigt. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist freier Markt. But Mrs. Thatcher responded quickly. Within days, she had dispatched two aircraft carriers, dozens of warships, and thousands of troops. Campaign. The things tend to take longer than you expect. Aber sie sterben doch einmal als Einzelheiten. Die Gemeinschaft angegriffen. Ah! Doch die Logik des Pleroma lässt nichts in Ruhe. Dem, was sich mit der Liebe voll. Man kann davon nur Rechenschaft ablegen, indem man das Verhältnis des Vaters zum Sohn aufs Neue ist. Indem man daran erinnert, was heißt, du zahlst die Miete? Du verstehst nicht mal den Hegel, verstehst du? Um das ja, geht's einfach. Kann ich trotzdem die Miete nein, zahlen. Du kannst bezahlst erstens nicht die Miete, weil bei dir beginnt schon ganz unten, weißt du? Bei dir beginnt schon ganz unten. Du hast einfach nichts verstanden. Du hast nichts verstanden und da fängt es irgendwie schon an einfach. Es bringt einfach nichts, mit dir zu streiten, weil du zahlst nicht die Miete, du räumst nicht auf, du bringst nicht den Müll runter, du kochst nie, nichts, einfach nichts. Verstehst du? Das ist interessiert mich einfach nicht. Könnt ihr mir das vorwürfen? Ja, das machen der Rest und ich, weil du einfach nichts machst. Weil du nicht verstanden hast. Du hast die Logik dahinter verstanden. Der macht einfach gar nichts. Das ist die Logik. Das ist die Logik. Das ist die Logik. Das ist die Logik. Wenn du die Hegel'sche Logik nicht verstanden hast, dann hast du nichts verstanden im Leben. Wenn schon kein Geld, dann ein bisschen. Ich kümmere mich noch um den Menschenrechte. Also stellt euch mal die Frage, was ihr eigentlich leistet. Was macht ihr? Könnt ihr denn gerade mit meiner Pfanne? Mit meiner Pfanne? Und was ist da das Problem? Was hast du gegen meine Pfanne? Das ist einfach lächerlich. Also da kann man gar nichts dazu sagen. Liebe Jürgen, Katiana. Der Unterschied zwischen Philosophie
und Geld ist der Schlüssel zum Erfolg. Und ein bisschen Schwindel muss man auch haben. Ich halte das alles nicht mehr auf. Wie soll ein vernünftiger Mensch mit euch zusammenleben? Ich kann nicht mehr mit euch zusammenleben. Scheiß, ich hasse euch. Ich will nicht mehr leben. Komm, ich schau. Fahr zur Hölle, ihr. Carlos, komm raus. Carlos, jetzt. Komm, ich stell nicht so an. Ich meine, es gehört halt dazu. Ja, ich will nicht mehr mit euch reden. Es hat ja nichts mit Reden zu tun. Ja, das ist, gehört halt zum Zusammenleben. Ja, ja, wenn man erwachsen sein will, schau. Ich habe eine 40-Stunden-Woche und Mario macht halt Kunst. Ich mache halt Kunst, echt, das musst du auch irgendwie. Ihr könnt euch da nicht rausreden, ihr Idioten. Wie rausreden? Was heißt rausreden? Schau, legt da auch mal eine eigene Saisoninterpretation vielleicht zu. Vielleicht dann, das wäre was anderes. Wenn es beeindruckt, auch Frauen zu kommen. Absolut. Alles muss ich selber machen. Wie klar ist alles? Wir leben zu dritt, so ist es immer auch wieder nicht. So unordentlich und unwichtig. Geht schon wieder nicht. Aber das wäre jetzt echt sein Job gewesen, ja, oder? Ey, Carlos, komm raus! Raus, mach das mit dem Kaffee mal. Scheiße, geht ja nicht, oder? Mann! Ey, Carlos, das war echt, wäre echt deine Sache gewesen, Mann. Ich hab echt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Ich habe endlich mir eine eigene Saisoninterpretation zugelegt, so wie es Carlos gesagt hat. Hey, super. Ich glaube, das ist das Richtige für mein Leben. Habe ich dir doch gesagt. Ich glaube, das ist jetzt mein Ding. Kannst du mir jetzt bitte auch erklären, wie die scheiß Kaffeemaschine funktioniert? Ja, mit dem will ich jetzt echt nichts zu tun haben. Ich würde mir jetzt mal meine Saisoninterpretation. Sicher, weil der Saison ist immer wichtiger als mein Kaffee. Ja.